Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Biggie. Ja, derzeit ist es ja etwas ruhig bei mir im Kanal. Ich weiß nicht, ob man es so hört. Ich bin immer noch nicht so ganz fit. Ich habe eine richtig fette Erkältung. Aber ich melde mich heute für die Bastelgruppe MFG Miteinander Fantasievoll gestalten. Und mir ist der 15. zuteil geworden, um euch etwas zu zeigen und irgendwas für eine Weihnachtsbastelei. Ja, und ich bin dann mal, nein, ich bin nicht jetzt im Action. Ich war vor ein paar Wochen im Action, das ist schon lange her. Da habe ich diese 20er Lichterkette, das ist 1 Meter Lichterkette, die geht über Batteriebetrieb. Die habe ich da gekauft und die möchte ich jetzt mit euch, oder ich habe sie schon zum Teil entfremdet, weil ich habe da ganz viele, um ganz genau 40 Schneeflocken ausgestanzt. Und die habe ich jetzt einfach mal schon da dran gemacht. Kann ich mal das andere Licht hier ausmachen? Vielleicht sieht man es dann besser. Oh, ja, es ist etwas dunkler. Es ist zwar noch hell draußen, aber ihr seht, es ist etwas dunkler. Ich mache jetzt aber auch das große Licht wieder an. Na, jetzt kommt's. So, und zwar habe ich mir die Schneeflocken ausgestanzt. 40 in das Stück. Ich habe die Kette jetzt auch schon bis auf 2 Lichter eigentlich fertig. Die lege ich jetzt hier mal zur Seite. Und damit ihr seht, wie ich das gemacht habe, wollte ich das jetzt einfach mit euch zusammen machen. Ihr nehmt euren Flüssigkleber, nehmt einen so einen Stern. Nein, ihr nehmt am besten gleich 2. So. Weil einen braucht ihr für oben. Und ihr seht ja, wenn ihr die ausgestanzt habt, wo oben bzw. innen ist von der Stanzung her. Und das Innen nehme ich auch hier natürlich nach innen. Mach mir an den 5 neuralgischen Punkten hier, 5, ne, 6 sind es. Boah, das ist ein Stern mit 6 Punkten, stelle ich gerade fest. Egal. Auf jeden Fall in der Mitte auch, da lege ich die Lichterkette drauf. Lass die denn so rüberlaufen. Ja, und dann nehme ich den anderen Stern und positioniere ihn da drüber und fixiere quasi den Mittelteil der Lichterkette mit diesem Stern zusammen. So, das drücke ich dann an allen Punkten einmal fest. So, und schon habt ihr die Schneeflocke an der Lichterkette fixiert. Ich habe das letztes Jahr für meine Tochter zum Nikolaus gemacht. Ich wollte es immer noch mal für mich machen. Habe es dann im Sommer dieses Jahres, habe ich mit Miss 100 Morgenwald einen Tausch gemacht. Sie hat für mich Halloween-Sachen gebastelt und ich habe für sie Weihnachtssachen gebastelt. Da habe ich dann schon mal diese Lichterkette gemacht und habt mir denn geschworen, dieses Jahr mache ich mir auch eine. Hat sie denn bis jetzt immer noch nicht gemacht und habe denn jetzt erst gedacht, so, das wird jetzt aber meine und nein. Also ich habe auch schon einen Empfänger für diese Lichterkette. Ich glaube, ich kriege die nicht mehr. Ich mache die nur für andere. Aber nein, ich möchte. Ah, stopp, andersrum. Jetzt hätte ich doch fast selber beim letzten den Fehler gemacht. Aber seht ihr, es fällt euch dann auch auf, wenn das nicht so sein sollte, wie ihr das gerne hättet. Oder wenn es verkehrt rum ist. Also, ich meine, es kontrolliert ja keiner und sagt, oh, die habt ihr falsch aufeinander geklebt hier. Hallo? Wie konnte das passieren? Das ist ja eure Sache. Hier habe ich auch ein bisschen daneben. So schlimm finde ich, ist das nicht, wenn das auch nicht immer hundertprozentig stimmt. Wir sind alles nur Menschen und Schneekristalle sehen ja auch nicht gleich aus. Also von daher, die werden ja auch hier oben gar nicht zusammengeklebt. Die können ja da ruhig ein bisschen aufspringen. Ich habe die ja nur an den Punkten quasi immer zusammengeklebt. Ja, so, und wie ihr seht,
Fertig ist unsere Deko-Lichterkette. Die könnt ihr jetzt in ein Glas. Entschuldigung, jetzt habe ich Schluck auf. Die könntet ihr jetzt in ein Glas mit Weihnachtskugeln legen oder irgendwo hinhängen oder irgendwo einfach nur auf die Fensterbank legen, wie ihr das möchtet, oder auf dem Tisch. Was euch dann so einfällt, ist auch, finde ich, eine schöne Geschenkidee, die man noch, ja, quasi last minute, wenn man so eine Lichterkette zu Hause hat, am letzten Tag noch vor Weihnachten schnell basteln kann, für jemand Lieben zu beschenken. Und ich finde das einfach eine schöne Idee. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ja, und ich würde mich natürlich riesig über einen Kommi oder ein Like freuen. Auch ein Abo wäre nicht schlecht. Und ich wünsche euch allen, bleibt gesund. Ich wünsche euch ein frohes und besinnliches Fest. Lasst euch nicht von Corona infizieren. Ich sehe jetzt gerade hier, ist mir eins durch die Lappen gegangen. Da muss man dann auch manchmal gucken, dass man nochmal einen Tropfen Kleber hinterher setzt. Manchmal wie hier, da ist es dann abgerutscht. Aber das kann man alles mit einem Tropfen Kleber wieder hinkriegen. Also von daher ist da auch gar keine Panik. Und auch die Lichterkette macht das nicht aus, wenn da ein Tropfen Kleber dran ist. Also, wie gesagt, das habe ich schon mehrfach jetzt probiert. Die entzündet sich auch nicht, die wird auch nicht heiß oder sonstiges. Das könnt ihr alles so super benutzen. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Schaut auch bei den anderen von MFG vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Ideen zu Weihnachten, zum Weihnachtsfest und was man nicht alles so machen kann. Wie gesagt, wir hören uns spätestens im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch eine besinnliche und frohe Zeit. Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Bis dann, eure Biggie. Ciao, ciao.